Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder zu dritt, Steffi, Quinn und ich. Hurra! Hallo. Und wir haben jetzt endlich eine Einstiegsmöglichkeit offscreen gefunden und da sind wir hingegangen und da gehen wir doch einfach mal in das Fenster. Das ist nicht nur angekippt. Dann dringen wir doch da mal ein. Yeah. Und er geht Mag automatisch. einbringen. Ah. Jetzt hast du die ganze Schule zur Verfügung. Alle Räume, die im Hauptgebäude zu waren, sind zu dieser Tageszeit offen. Na, das ist doch schön. So, jetzt brauche ich aber erstmal doch wieder die Karte, weil ich hier nämlich keine Mathe hier Orientierung, in ne? die Assembly Hall wollen wir, ne? Ah, ach, Ja. das geht ja nicht, das geht ja nicht. Das war hier, nee, Assembly Hall, war das Assembly Hall? Ich glaube ja, ne? Okay, wir gucken. Wir gucken uns um. Ja, wir müssen auf jeden Fall nach rechts, glaube ich, ne? Sieht es gut aus? Ja, bis jetzt schon. Eventuell. Ich bin Skeptiker. Ich auch. Vom Beruf Hier Skeptiker. geht es nicht Deswegen werde weiter, ich nie Ja oder okay. Nein sagen, sondern nur vielleicht. Okay. Wir wandern. Kreuze an. Ja, nein oder Wir wandern. vielleicht. Da geht es aber gar nicht weiter. Wir sind im Geografieraum, also da geht es nicht mehr weiter. Dann müssen wir da raus. So. Gehen wir mal nach Richtig gruselig da, oben. ey. Ja, mal gucken, was da ist. Oh, Da geht es nämlich Toaster. wieder raus. Toiletten. Nein, Schulen bei Nacht. das X Gruselig. zeigt immer, wo wir sind. Das Ja, meinst du? X zeigt an, Die wo wir Treppe da? sind. Ach so, dachte, wo wir hin müssen. Nee, leider nicht. Bei mir hängt es auf der Treppe, das X. Aber Jetzt da geht's ist ein woanders hin. Jetzt geht's nach Fragezeichen rechts. dran. Wenn du jetzt da Das sind hochgehst. Auftraggeber. Das sind Auftraggeber, die Fragezeichen. Ja. Ach so. Wie im Rollenspiel, ja. Also doch in Richtung X. Ja, aber dann in Richtung X ist immer, wo ich bin gerade. Nee, das hieß doch mit dem blauen Kreis. Punkt, meine ich. Und Assembly Hall ist auch die Aula, das ist gar nicht das Lehrerzimmer. Nee. So, wir gucken einfach noch mal auf die Karte, ihr Lieben. Ich bin jetzt total verwirrt. Wir machen die Karte an. Ist bestimmt der zweite Stock jetzt hoch, weil das X da hängt. Staff Ja, Room, glaube da ich ist auch. es. Ja, ich muss in zweiten Stock. Oh. Ihr habt, das ist, du hast recht, Quinn, es ist der Staff Room, nicht die Assembly Hall. Also genau, eins zurück. Also wieder da Alles klar. raus und ja. Quinn hat sich wieder nützlich gemacht. Das ist gut so. Wir holen dich mal öfter Ja. dazu. Yeah. So, dann müssen wir eine Treppe hoch. Wo geht's denn Treppe hoch? Rechts da, ja. Ja. Da. Nee, hier ist aber nur. Yes. Genau, ey. Nee, hier sind nur Nee, die das ist das Umkleideräume. Klo. Da runter, Umkleideräume. Wo das X ist, da unten. runter. Ja, ich gehe mal hier die Treppe runter. Da komme ich aber auch nur die Genau. Treppe wieder rauf. Da geht's nur Ja, rauf genau, und runter. einmal rum so. Einmal rum, genau Nee, runter und dann du musst unten rechts gehen. rumgehen und dann hochgehen. Ja, da Genau hast unten recht. rum. Und dann rauf. So ist Hier es. runter? Ich Genau. bin ja schon da. Genau, So. ja. Super. So, Staff Room müsste hier sein, ne? Jetzt in den scheiß Lehrerraum. Und hier links, genau. Ja. Kommt man da rein? Und dann müsste man hier. Ich glaube, Jetzt sind wir ja, drin. genau. Na, jetzt sind wir vorbei. Yay! Was ist Ah. hier? Ja, man muss Ja! echt dahin, wo das Hier, ich X bin ist. drin, ich bin drin. So, jetzt müssen wir uns alles angucken. Das ist nix. Ja, erstmal finden, was, aber der hat der. Wir sollen reinbrechen und irgendwelche Sachen einsammeln, ne? Aber der Lehrerraum ist doch da oben rechts. Ja, dachte ich auch gerade. Du bist doch im Kunstraum jetzt oder so, Also, soweit wenn ich du weiß. jetzt runter gehst, wenn du jetzt runter gehst durch die Bestimmt. Tür. Warte mal, wo bin ich jetzt? Hier steht aber Staff Room. Lass Ja, mal aber ich ganz kurz glaube, du musst stehen. einfach darauf achten, wo die Markierung ist und da muss er hin.
Ja. Guck mal, das bist du jetzt hier. Warte mal, ich klicke mal kurz rauf hier, warte mal, auf die Karte. Das bist du. Du musst nach oben rechts hier, ne? Ja, genau. Genau, ihr habt recht. Ah, ich bin zu blöd für und das Grüne würde ich mal so sagen, jetzt keine Ahnung, aber... So. Würde ich jetzt mal so tippen. Würde ich aussagen. Hier. Und jetzt müsste ich dann ja nach unten, ne? Rechts. Jetzt rechts, genau rechts, nach rechts, so. Einfach da. Ja. Und dann in die Tür rein, genau. Rechts. Genau, jetzt bist du drin. Ja, das passt. Jetzt bist du richtig. Jetzt bist du da, wo die große Glotze ist, genau. Zunächst muss ich die Einträge der Lehrer finden. Hä? Okay. Wahrscheinlich da. Ah, da haben wir noch eine Meersaukarte von Prinzessin Angelina, Contessa Luisa Francesca Banana Fanna Bobesca the Third. Ja, und die ist wunderschön. Oh. Tolle Beschreibung, siehst du? Ja. Und bitte, wo finde ich jetzt die Beschreibung der Lehrer? Hä? Wahrscheinlich hoch. Oben links vielleicht, da bei den Tischen. Hier ist nichts. Da weiter hoch wahrscheinlich. Da wo der Schreibtisch, Computer ist. Auf dem Bild sieht man einen Schnitt. Stimmt. Aber sonst auch kann ich nichts mitmachen. Das ist eine Kuh mit Schnitt. Da ist ein Pfeil. Ja, ich sehe es schon. Ah, das ist die Aktenschränke, alles klar. Geschlossen, okay. Was klebt denn hier am Schrank? Username, Mr. Andrews, Fidelio. Wir haben Mr. Andrews Login und Kennwort bekommen. Ah, okay. Man kann ja nachschauen, das machen wir auch gleich mal. Oh, wie fies, ey. Okay, dann machen wir das. Super. Ja. Jetzt hast du eine hohe Zugangsberechtigung für die Schul-PCs. Ja, wir loggen uns ein. Ah, warte. Jetzt. Hui. Wie gemein, ey. Ah. Ich finde das gut. Jetzt hast du mehr Programme. In den jetzt sehen wir gleich voll die Pornobilder. Mhm. Wahrscheinlich. In der Schuldatenbank werden Informationen über Schüler aufbewahrt. Hier gibt es genug interessanten Lesestoff. Ein Doppelklick, ja, starte das Programm. Genau. So, wo steht der Porno? Porno, Porno. Ja, aber kein Porno. Du hast gelogen, Steppi. Wähle eine Karte aus. Jetzt gehe ich nach Hause. Wahrscheinlich hat nur Mr. Staufer Zugang zu den Schülerkarten. Na, so ein Scheiß. Da. Annabelle! Wie heißt denn? Nee, wir brauchen hier Xerxes. Xerxes. Xerxes ist ein verlorener junger Mann. Er wechselt immer zu verschiedenen Gruppen. Letztes Jahr war er neuer Romantiker, jetzt ist er ein Goth. Und ich grüße meinen ganz lieben, speziellen Freund B.B. Hallo. egal, was er sagt, egal in welche Clique er ist, nur eins bleibt wahr. Er betet den Gott, den er selbst erschaffen hat, an und nennt ihn Energor. Krankengeschichte, ein verrostetes Piercing aus seiner Punkerzeit. Zu verbessernde Bereiche. Es entsteht ein Gefühl, dass er eine Sache nicht zu Ende bringen kann und sein Aussehen die ganze Zeit ändert, um glücklicher zu werden. Vielleicht sollte er mal versuchen, normal zu sein. Kann man das irgendwie drucken? Nein, leider nicht. Was ist das denn? Was ist das? Oh Gott. Erschreckende Malereien, ey. Concept Art. Terrence ist ein wahnsinniges Arschloch. Kann man sogar vergrößern, ey. Oben rechts. Pax. Muss man jetzt was finden Death. Oder so? Hacker-Mission da geschafft. Da steht doch was, ne? Da steht Death. Okay. Und hier steht Pax, Frieden. Hm. Ah, hier kann man auch noch... Oh Gott, das wird ja immer aufregender. Terrence. Das kann ich allerdings... Ach, Pax heißt Frieden? Pax heißt Frieden, ja. Ah, was? Okay. Midi Pax Imperia kenne ich. Ist irgendwas? Room? Search? Good night? Wow, das kann man auch nicht lesen. Drehen kann man es leider nicht. Okay, ich weiß nicht, ob das irgendwas Tolles zu bedeuten hat. Und was ist das hier? Wahrscheinlich nicht. Und das hier? Wahrscheinlich die Aufgabe des BK-Unterrichts oder so. Briefe? Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Als Gesperrte. Ich, der Entwickler und der Autor des Szenarios, mein Bruder Rich, haben uns ständig Briefe während der Spieleentwicklung geschrieben. Hier ist nur ein kleiner Auszug aus unseren Unterhaltungen. Vielleicht sind sie interessant, vielleicht auch nicht.
Aber wir können eine E-Mail können wir lesen. Ah, das mag ich jetzt aber nicht vorlesen. Ich glaube, das ist auch nicht wichtig. Können wir hier irgendwie exiten? Tom Wilson heißt der Schauspieler aus Zurück in die Zukunft, der Biff gespielt hat. Wie komme ich da jetzt raus? Ja. Keine Ahnung, ob das der gleiche ist, glaube ich nicht. Okay. Und das machen wir auch. Ich schalte mal bestimmt frei mit Achievements, wa? Okay. Ja, und was machen wir jetzt damit? Habt ihr eine Idee? Die Mission war aktualisiert worden. Ich denke, man muss bestimmt zurückgehen jetzt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf Pause drücken kann. Nee, kann ich nicht. Höchste Zeit, zu Xerxes zu gehen und ihm alles zu erzählen. Ah, ja. Genau. Okay. Alles klar. Dann super. Machen wir das. So, jetzt müssen wir erstmal wieder da raus. Das war hier runter irgendwie, ne? Das hier, ja. Das ist richtig spannend, ey. Ja. Jetzt müsste ein Lehrer noch kommen und müsste sich im Schrank verstecken oder sowas. Das oh, guck mal, was ist das denn hier Tolles? Also ich denke, als ob Lehrer dazu in der Lage wären, ihre Accounts verdeckt zu machen. Also ihre Nachrichten. Ah, oh, das ist so toll. Das war fies. Ich will hier raus. Lehrer muss Taschenrechner wahrscheinlich. Ich muss irgendwie wieder raus, ich muss nach unten. Treppen runter, ne? Ja, Treppen wieder, genau. Ah, jetzt bin ich wieder da. Okay. Norden. Norden? Ja, Norden, dann Osten, dann Süden, nee, dann Treppe. Nee, da nicht. Das ist der Computerraum. Nee, bei mir warst du noch woanders, deswegen. Ach so. Du kannst aber auch die Treppe nehmen, siehst du? Ist, glaube ich, egal. Ja, ich nehme mal hier runter, genau. Okay. Genau. Und da und hoch. Genau, ja. Ja, da kommen wir her. Ja, so. Und jetzt raus und wieder... Wurde aber auch angezeigt. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier rausgeht irgendwo. Hier muss rechts laufen. Also, ja, ich glaube, weiß noch gar nicht mal, wo wir reingekommen sind. Ja. War das hier, ja? Nee, da ist zu. Okay. Waren wir nicht irgendwo rechts? Wahrscheinlich. Im Matheraum oder so gelandet? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war ganz rechts. Einfach jetzt rechts. Na gut, wir gucken. Das machen wir noch in dieser Folge fertig. Und dann... ja, ja, genau. Da, wo das Fenster eingezeichnet ist. Ist ja hier so ein Fenster da. Ja. Yeah. Genau, ja. Warum, hallo? Warum geht er da aber nicht rein? Oben. Nee, du musst hier rein in den Raum hier. Da, denke ich. Nee, das ist ja der Umkleideraum. Genau, ja. Doch. Das ist aber der Umkleideraum. Warte? Das ist nur der Umkleideraum. Hä? So, shit. Ja. Ich dachte, das wäre das Fenster jetzt. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder für euch weiter. Gut. Ja, wir... Nein. Super. Was ist das? jetzt habe ich auf Stopp gedrückt. Ach du Scheiße. Nee, sie läuft doch noch. Sie läuft noch. Nein. Sie läuft. Ah ja. Okay. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Entschuldigung. So, wir haben die Tür geöffnet. Toll. Wo sind wir denn hier? Abend. Am Haupteingang. Wieder draußen. Okay, dann müssen wir aber wieder zum Spielplatz, ne? Aber jetzt kann sie wieder tippen, glaube ich. Wo stand? Das kann sein, wo stand der? Stand der hier oder hier oben? Hier war der, glaube ich, ne? Xerxes. Keine Ahnung, ich sehe noch nicht. Playground, da muss, glaube ich, das X, dieses Kreuz da leuchtet. Genau, da gehe ich jetzt auch gerade wieder hin. Weil genau. Ich glaube, da hat er nämlich gestanden. Hauptsache, hat jetzt in der Zeit jetzt nicht schon geritzt oder so vor Langeweile. Ach nee, da war der auch gar nicht. Wahrscheinlich ist der gar nicht mehr da, nur noch Blutlache. Blutlache, verfolge den Blutspur heißt es dann. Nee, war der nicht hier? Neue Mission gestartet. Hier ist der doch gewesen. Doch nicht da oben. Nee, der war da der nicht. Der war da ja auf jeden Fall. Nee? Hier ist er. Hier ist er. Da ist er. Juhu! Ja. Xerxes, was hast du verdammt nochmal vor? König, magst du? Oder? Ja, es dauert noch ein bisschen. Okay. Dumm. Oh ne, dann geht's nicht. Also das dauert zu lange. Dann mach du mal lieber. Was fällt dir ein, dich so leise einzuschleichen? Hast du die Notizen gefunden? Was? Du bist dafür nicht zu gebrauchen. Nicht mal wert, die Füße des Engors zu küssen. Jetzt verstehe ich, dass nur ich diese Schule vernichten kann. Was? Du bist nicht einfach dumm, oder? Kinder, was macht ihr denn hier?
Ach du Scheiße, das ist der Gärtner. Zünde sofort an! Was? Ihr solltet hier nachts nicht rumlaufen. Ihr habt keine Ahnung, was für Freaks hier in der Nacht rumlaufen. Ich bin mir... Ja, genau, wir alle. Ich bin mir sicher, dass ich gerade einen getroffen habe. Um Gottes Willen, geht sofort schlafen. Es ist fast Mitternacht. Okay. Also auf jeden Fall haben wir aber diese Mission beendet. Das ist wunderschön. Damit verabschieden wir uns aus dieser heiteren Folge beim heiteren Berufe-Raten und sagen bis bald, wenn es wieder heißt Emo-Time. Emo-Time, genau. Emo-Wasted Youth. Genau. Auf Emo ist wahrscheinlich. Also ihr Lieben, bis dann, bleibt dran. Ciao. Ritz, ritz.